So, dann der Bastelzeit. Heute hatte ich mal wieder ein bisschen was in der Post. Und zwar von Christian. Der hat mir da was zugeschickt. Der hat sich nämlich eine Lampe gekauft. Da war ein bisschen Zeug dabei, was interessant aussah, er aber nicht braucht. Also gucken wir heute mal mit einem kleinen Blick da drauf. Das sind zwei Teile. Das erste ist das hier. Oh, eine LED-Streifen. Ja, gucken wir einfach mal, was der so macht. Aber der interessantere Teil, das dürfte wohl das hier sein. Das ist eine Leuchtenüberwachungsanlage. Zur Verwendung in Anlagen nach DIN EN 50172 VDE 108 Teil 100. Das klingt nach Papierkram. Gut. Diese Leuchtenüberwachungseinrichtungen hier, die sind üblicherweise in solchen Notstromanlagen, Notbeleuchtungen verbaut und da kommt das üblicherweise auch her. Und ich würde mal sagen, den gucken wir uns an, aber fangen wir mal mit dem Streifen hier an. Den dürften wir wohl relativ flott behandeln können und er ist trotzdem interessant. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier rechts an. Hier kommen die Kabel an und dann geht es erstmal durch dieses Zickzack hier. Das dürfte wohl eine Sicherung sein, schätze ich zumindest, denn sonst macht da nichts Sinn. Man sieht auch, dass nicht die Lötstoppmaske, die normalerweise drüber beschichtet wird, drauf. Ich schätze mal, das ist, dass die sich schneller freibrennen kann, wenn wirklich mal ein Kurzschluss ist. Von da aus geht es direkt in den hier, der gute alte Full Bridge Rectifier, also der Brückengleichrichter, der aus dem Wechselstrom Gleichstrom macht. Und dann haben wir nicht mehr viel. Ja, normalerweise käme jetzt hier irgendwas ein IC zum Regulieren. Es kommen normalerweise Kondensatoren, der das Flackern dann ausgleicht. Denn das hier macht ja immer nur so Halbwellen. Das heißt, die LEDs gehen immer wieder ganz schnell an und aus. Stattdessen haben wir nur noch Widerstände, Dioden und Leuchtdioden. Okay, und ich weiß nicht, ob man sehen kann, wenn man hier so ein bisschen das spiegeln lässt. Sieht man vielleicht hier, die hängen alle hintereinander. Die Dioden sind immer mit den LEDs gleich dran. Und dann geht das über den Widerstand direkt zum nächsten. Das heißt, die hängen im Prinzip alle auf diesem langen Streifen hintereinander. Und ja, okay, das ist eine Menge. Ja, die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie sieht es um die Widerstände aus? 470 dürften 470 Ohm sein und ich merke gerade, die ist komplett beschichtet, die Platine hier. Das heißt, halbwegs wasserfest, aber auch fest vor meinen Messspitzen. Das ist nicht schön. Da haben wir aber jetzt Kontakt und Punkt. Genau, 470. Okay. Sind offensichtlich genau genug. Die nächste Frage wäre, wie sieht es denn um die Dioden aus? Sind die alle in eine Richtung oder ist das jeweils die Gegenrichtung? Und wir sehen hier schon mal, in diese Richtung leuchtet die Leuchtdiode. Das heißt also, wenn wir rechts Plus haben und links Minus, dann leuchtet das Ding. Wenn wir rumdrehen, dann fließt aber auch Strom. Und zwar wahrscheinlich dann durch diese Diode. Wenn wir oben auf die Anzeige gucken, dann sehen wir, da haben wir 0,711 Volt. Also, wir haben in beide Richtungen quasi eine Diode, vorwärts eine Leuchtdiode und rückwärts eine normale Diode. Und das ist dann auch, was wir hier sehen, denn wenn wir gucken, wir haben hier den Pluspol, der geht entsprechend hier oben lang und hier unten auf der Unterseite, da sehen wir vielleicht, da geht ein Trace zurück, und zwar von der letzten Diode bis zum Brückengleichrichter läuft dann das ganze Ding hier. Das heißt, die hängen alle hintereinander und ich gehe davon aus, dass diese Dioden dann Z-Dioden sind, die wahrscheinlich die Spannung da auf irgendeinen halbwegs sinnvollen Wert dann regeln. Das können wir natürlich mal ausprobieren, was denn hier mein Netzteil dazu sagt. Ich habe jetzt auf den Messspitzen entsprechend mal Strom drauf. Wenn wir hier an die LED gehen, sehen wir im Moment noch nichts. Ich drehe jetzt mal langsam die Spannung hoch. Dabei 3 Volt haben wir jetzt etwa 14 mA. Das hält auch relativ gut. Ich gehe jetzt mal weiter hoch. 3,1, 3,2. Nee, geht immer weiter hoch. Also scheint doch keine Z-Diode zu sein. Das wundert mich jetzt. Denn eine Rückwärtsdiode macht für mich jetzt nicht wirklich Sinn, weil der Brückengleichrichter sollte alles, was in die andere Richtung läuft, theoretisch ja weghalten. Ne? Nun gut, jetzt wissen wir aber ungefähr so 3 Volt pro LED. Zählen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 mal 3 macht also
etwa 60 Volt, die dieser LED-Streifen hier haben möchte. Plus ein bisschen Voltage-Drop halt durch den hier. Kriege ich irgendwo 60 Volt zusammen? Lasst mal schauen. 40, 50, 55 Volt haben wir aktuell hier drauf und es leuchtet gerade so. Plus 25, plus 30 Volt. Also fast 70 Volt drauf gehabt und trotzdem noch nicht die volle Leistung. Ich würde mal schätzen, dass wir so bei 80, 90 Volt rauskommen, wo dieser Streifen hier betrieben wird. Das ist jetzt eigentlich so eine Spannung, die hätte ich eher bei 110 Volt Systemen dann vermutet, aber okay, gut. Was wir auch sehen können, wenn wir das Ding umdrehen, das ist warm geworden. Und zwar, wenn wir hier gucken, das ist auf der Höhe, das ist immer da, wo der Widerstand ist. Das heißt also, hier geht auch einiges an der Leistung in den Widerständen verloren. Aber hey, es ist ein LED-Panel, was wahrscheinlich auch halbwegs brauchbar funktionieren dürfte. Es kommt natürlich ganz drauf an, womit das gespeist wird. Denn am Ende ist die Spannung da relativ wichtig, um den Strom hier rauszubekommen. Einfach weil keine aktive Regelung da ist. Das heißt, wenn vorne natürlich große Spannungsspitzen kommen, ja, dann weiß ich nicht, wie lange die LEDs da noch mitmachen. Aber genug von der LED, gucken wir uns mal den hier an, dieses Leuchtenüberwachungsgerät. Modellnummer ist die Z009 Profi von der Firma Schuster. Energieversorgungssysteme. Okay, noch mehr Bullshit-Bingo, wie es aussieht. Was wir sehen können, wir haben Eingänge, Ausgänge. Wir haben N und L, jeweils einmal für Netz rein und dann Lampe raus. Hier steht sogar Glühlampe oder EVG, also LEDs sind offensichtlich verboten. Maximal 200 Watt. Dürfte dann wahrscheinlich ein Relais drin sein. Wir haben dann hier noch Modi, BL, DL, 17 bis 32, 16 bis 1 bis 16, US und MS. Ich habe keine Ahnung, was das alles heißen soll. Müssen wir mal gucken. Außerdem hier irgend so ein Stellding. Das können wir zwischen 1 und 16 stellen. Warum man da nicht A bis F dabei gemacht hat, statt die Zahlen so zu quetschen. Naja. Außerdem ein Schalteingang, damit kann man dann wahrscheinlich manuell sagen, okay, jetzt mach mal bitte an. Und ich gehe mal davon aus, man stellt hier ein, was soll denn wann passieren, dass die Notbeleuchtung zum Beispiel standardmäßig aus ist und erst bei Signal angeht oder dass sie heller, nee, heller werden dürfte eigentlich nicht funktionieren können. Ja, was hier drin sein dürfte, ist wohl ein Relais wird hier irgendwo drin stecken. Wir werden eventuell was haben, was den Widerstand misst, sodass er erkennen kann, wenn die Leuchte kaputt ist, könnte ich mir vielleicht vorstellen. Und das hier, gehen wir mal davon aus, dass das irgendwas mit Zeit zu tun hat, also irgendein Timer, IC, vielleicht ein 555 oder sowas. Nur gut, das Ding ist nur zusammengeklippt und ihr seht, da war schon mal einer drin. Also brauchen wir uns gar nicht zu schämen, das hier auch aufzumachen. Was wir sehen können, ist hier schon mal ein Board. Apropos, diese Blöcke hier. Und das hier, das sind alles die gleichen Aussparungen. Das heißt, man hat es wohl extra so gebaut, dass das Gehäuse symmetrisch wird. Aber, ja, kriegen wir es raus. Jo. Gucken wir mal lieber, was auf der Platine steckt. Wir haben die Eingänge. Dann hier MOF-PTC, könnte ich mir vorstellen. Eine Diode, ein großer Widerstand und ein Elko mit 400 Volt und 15 Mikrofarad. Das ist interessant. Denn das heißt ja dann schon fast, dass das hier eine Einweggleichrichtung ist. Also kein Full Bridge Rectifier, sondern einfach nur eine Diode, die über diesen Widerstand, der wahrscheinlich dann gleichzeitig als Sicherung dient, den Kondensator hier auflädt. Okay, das Ganze geht in diesen Chip hier. Das ist ein LM3040N, wenn ich das richtig sehe. Der dürfte dann wohl ein bisschen Spannungsmagie machen. Vor allen Dingen dürfte es ein Schaltregler sein, weil hier ist eine Spule und noch ein Elko. Wir sehen das hier und der hier oben, das dürften wohl beides mit großer Wahrscheinlichkeit Optokoppler sein. Dann, oh, das hätte ich nicht erwartet. Das hier, das ist ein PIC. Ein PIC 16F818, wenn ich das richtig sehe. Also ein Mikrocontroller. Noch nicht mal ein Timer-IC, sondern tatsächlich ein kompletter Mikrocontroller da drin. Und was auch interessant aussieht, das ist der hier, das sind unsere Pins, unsere DIP-Schalter zur Konfiguration. Wenn wir gucken von der Seite, das ist irgendwie seltsam, denn wenn ich den jetzt rausstecke, dann haben wir da einen Sockel, da drin steckt das hier. Und so wie ich die kenne, ist das auch noch ein zweiter Sockel, kann das sein? Yep, es bewegt sich. Also, Sockel, Sockel, Bauteil.
Man hat also so einfach so lange hier diese Sockel übereinander gebraten und gesteckt, bis das mal auf der richtigen Höhe war. Ich meine, ist jetzt nicht die schlechteste Idee. Die Sockel sind relativ günstig, aber ja, habe ich so auch noch nicht wirklich gesehen, dass man die Sockel einfach stapelt, um da mit der Höhe hinzukommen. Ja, also offensichtlich, was ich noch nicht erwähnt habe, ein Relais, Finder-Relais, also Markenware, Flyback-Diode, irgendein Widerstand, Transistor zum Schalten. Und ich wette irgendwie, der geht dann hier rüber. Okay, ich würde mal sagen, wir machen das übliche Spielchen. Ich mache ein Foto und dann gucken wir am PC weiter. Okay, so, jetzt nochmal am PC. Gucken wir uns das nochmal näher an. Wir haben hier erstmal das neutrale Terminal. Wenn wir da die Unterseite gucken, das ist direkt miteinander verbunden. Die Line ist nicht verbunden. Das geht dann entsprechend über das Relais hier. Relais wird mit 5 Volt angesteuert, also können wir davon ausgehen, dass da auch irgendwo 5 Volt drin ist. Wir haben eine Diode, die den Impuls, den die Spule hier drin erzeugt, wieder wegmacht. Wir haben hier einen kleinen Transistor, der wahrscheinlich zum Schalten benutzt wird. Hier oben das ist kein LM oder sowas, sondern es ist ein LNK. Und zwar genauer gesagt die LNK-304 Serie. Das ist ein Low Component Count Energy Efficient Offline Switcher IC. Und das Ding, das kann auch als Buck-Konverter genutzt werden. Ich gehe mal sehr stark davon aus, das wird hier gerade passieren, dass das als Buck genutzt wird, zusammen mit der Spule, um hier entsprechende niedrigere Spannung daraus zu ziehen. Auch interessant ist dieser Schaltkontakt, der ist mit 230 Volt angegeben und der geht hier hinten erstmal auf 150 Kiloohm Widerstände je Pin und damit mehr oder weniger direkt über eine Diode auf den Optokoppler. Das heißt also, die 230 Volt werden wirklich nur benötigt, um die LED hier drin anzutreiben. Das heißt, der ist auch komplett getrennt. Der andere Optokoppler habe ich ein bisschen gebraucht. Wenn man nämlich sich das Datenblatt hier von dem IC anguckt, da gibt es normalerweise so einen High-Side-Buck-Switch mit Direct-Feedback. Aber es gibt auch die Alternative, statt Direct-Feedback ein Optokoppler-Feedback zu nutzen. Also dürfte das wohl damit zu tun haben. Einfach auch, weil der Ausgang hier in der Nähe vom IC ist und der Eingang hier irgendwo bei der Spule, das kommt ja grob hin. Das heißt, der Chip hier wird uns hier über den Kondensator wahrscheinlich noch mit 5 Volt versorgen. Gehe ich jedenfalls sehr stark davon aus, da das Relais auch 5 Volt ist. Wir haben das hier, das ist einfach nur ein I.O. dann am Schluss, der komplett getrennt ist. Und alles andere, was hier unten ist, das ist mehr oder weniger Mikrocontroller-Kram. Das können wir auch relativ einfach sehen. Achtet mal hier auf den und auf den, wo wir was einstellen können. Die Traces laufen mehr oder weniger alle hier in die Ecke, wo dann auch unser Mikrocontroller sitzt. Wir haben ja auch schon gesehen, das ist ein PIC 16F818. Das ist im Prinzip ein Standard-PIC-Mikrocontroller mit 8 MHz Quarz intern. Programmgröße dabei, sagenhafte 1,75 Kilobyte. Ja, das ist überschaubar. So ein Standard-Arduino hat halt 32. Von den ESPs wollen wir mal gar nicht anfangen. Und selbst die AT-Tinys, ich glaube, die fangen bei 2 Kilobyte normalerweise an. Hier sind wir also noch da drunter. Betriebsspannung von dem Ding 2, irgendwas bis 5,5 Volt. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass er mit 5 Volt läuft, einfach weil das Relais das braucht. Und dann geht das ja in einem. Ansonsten, der hat ein paar Timer drin, das sollte ausreichend sein, wenn es darum geht, irgendwie Zeiten einzuhalten. Das ist nicht sonderlich genau, gerade mit den internen Oszillatoren, die sind meistens doch einiges daneben. Aber wenn es darum geht, Pi mal Daumen so lange, dann sollte auch das ausreichen. Was ich bei der ganzen Sache hier aber ein bisschen vermisse, das ist eine Kommunikationsschnittstelle, weil da haben wir irgendwie gar nichts von. Wenn wir mal gucken, hier die Pluspole, die sind ja quasi nur am Relais und zur Stromversorgung. Und der Neutralleiter, ja gut, der geht hier hinten hin, aber das ist halt unser Elko hier hinten. Und sonst ist da auch nicht wirklich was dran. Allerdings, was wir haben, wir können hier ja 16 bzw. mit dem DIP-Switch 32 unterschiedliche Adressen vergeben. Und da hätte ich jetzt doch vermutet, dass da irgendwie noch eine Rückmeldung erfolgt. Ich meine, was ich mir vorstellen kann, ist halt eine Einwegkommunikation. Das kann man vielleicht hier, wenn man mit der Diode arbeitet, wobei ne, auch dann nicht, weil hier der große Elko ja das schon rausfiltert. Also auch da ist nicht irgendwie das, was auf die Leitung mal eben aufmoduliert werden kann mit einer geringen Geschwindigkeit. Und auch da ist nirgendwo eine Verbindung. Also ich habe keine Ahnung, wie sie das machen wollen.
Und meines Wissens ist das eine Überwachungspflicht. Das heißt also, der muss nicht nur empfangen können den Befehl, hallo, mach mal hier die eine Lampe an, sondern er muss auch zurückmelden können, ja, hat funktioniert. Und das sehe ich jetzt hier bei dem mal so gar nicht, wie das funktionieren soll. Auch wenn wir oben uns den angucken, das ist ja im Prinzip nur der Optokoppler, der dran ist mit der LED-Seite oder so. Auch da ist nicht wirklich etwas, was sinnvoll da reinkoppeln könnte. Und ja, das stellt mich dann doch so ein bisschen vor ein Rätsel. Hier ist auch nichts drin, was nach Antenne aussieht, das ist auf Funk basiert. Also wenn sich einer mit den Dingern auskennt, ja, sagt mal Bescheid, wie zum Geier läuft hier die Kommunikation ab? Denn normalerweise kenne ich hier diese Module, dass die mit irgendeiner Zentrale kommunizieren und das ist eigentlich auch vorgeschrieben, zumindest mal bei allem, was ich jetzt hier so durchgeblättert habe. So, und zumindest grob habe ich jetzt eine Idee, wofür die ganzen Abkürzungen hier stehen. Also, der erste DIP-Schalter hier, der schaltet um zwischen BL und DL. Das ist Bereitschaftslicht und Dauerlicht. Das heißt also, wenn wir auf Off gehen, dann haben wir ein Dauerlicht. Wenn wir auf On gehen, dann geht es nur dann an, wenn wir einen Stromausfall haben. Okay, das zweite ist 1 bis 16 oder 17 bis 32. Das ist für den hier. Damit stellt man eine Adresse ein. Hier so haben wir also jetzt Off und hier steht da, glaube ich, auf 2. Das wäre dann die Adresse 2. Wenn ich den jetzt auf On stellen würde, dann wären wir bei 18. Ja, 18. Und der dritte Schalter, das ist YS oder MS. Das ist die Überprüfungsschaltung oder Überwachungsschaltung und die Mitnahmeschaltung. Ja, Mitnahmeschaltung sagt mir was. Das ist hierfür. Und zwar heißt das, dass man hier quasi das Ding anschließt wie eine Lampe hier den Kasten. Das heißt also, man hat einen Lichtschalter irgendwo direkt vom Stromnetz und statt der Lampe schließt man das hier an. Und der schaltet dann hier hinten die Lampe, die hier angeschlossen ist, ein, wenn hier Strom ankommt. Das hat den Hintergrund, die Lampe hier, die wird üblicherweise über ein Notstromsystem gespeist. Und das hier ist komplett isoliert, das ist der normale Stromkreis. Heißt also, der normale kann in keinem Fall Auswirkungen auf den Notstromkreis haben. Sobald der Strom ausfällt, ist der hier überhaupt nicht mehr beachtet und entsprechend geht die Lampe so oder so an. So, und ich habe das Ganze jetzt mal als Testaufbau hier dran. Wir haben die Stromversorgung, die reinkommt. Die geht dann einmal entsprechend hier auf den Eingang L und N. Und zum Zweiten geht der N hier drauf und der L über den Schalter auf diesen Schalteingang hier. Und last but not least geht dann der Ausgang zur Glühlampe entsprechend auf eine Steckdose. Und das hat ein bisschen was gedauert, noch eine 230 Volt fähige Lampe hier bei mir zu finden. Aber ich habe diese wunderbare Kleinpunktheizung hier mit 40 Watt gefunden. Ergo eine gute alte Glühbirne. Mit etwas Glück funktioniert die auch noch. Also zumindest mal der Draht sieht noch intakt aus. Also rein in eine Fassung. Dann schauen wir einfach mal, was das Ding hier sagt. Theoretisch haben wir den jetzt auf Off, das heißt, der müsste jetzt auf DL sein. Das müsste Dauerlicht sein, wenn ich richtig schätze. Das können wir jetzt natürlich mal testen. Allerdings nur kurz, weil die Lampen werden halt warm. So, abgesicherter Strom ist da. Stecken wir mal ein und ja, wir hören, er klackt. Und der Schalteingang macht hier gar nichts, doch. Achtet mal hier unten drauf. Ach nee, der blinkt einfach nur. Okay, er blinkt und geht an. Das ist also dieses Dauerlicht DL. Dann schalten wir das mal auf BL um. Das müsste dann ja nur Bereitschaft sein oder was auch immer das war. So. YS oder MS. Mitnahmeschaltung. Ja, okay. Probieren wir das jetzt nochmal in der Einstellung. Auch hier geht er an. Und er tut nichts. Okay. Der blinkt noch relativ lange nach. Dann machen wir mal diese Schaltung am Schluss hier rum. Gut. Nochmal an. Und auch hier ist er an. Wie ist das überhaupt an? Ich höre zweimal danach das Relais schalten. Das Relais schaltet also anscheinend erst, wenn ich den Strom wegnehme. Interessant.
Das ist also per Default ein. Was mich jetzt halt wirklich wundert, ist, dass dieser Schalteingang nichts sagt. Ja, und an meiner Schaltung scheint es nicht zu hängen, also der Schalter klappt auf jeden Fall. Seltsam. Was wir mal machen können, die Lampe, die hat noch einen Schalter. Ich schalte mal aus, mal gucken, ob der das merkt. Nö. Kein Relais oder irgendwas zu hören. Und der hier sagt halt auch nichts. Also ich meine, wir können sehen, dass er das Licht offensichtlich schalten kann. Aber, ja, ich sehe keine Reaktion, außer wenn ich wirklich den Strom vom, in dem Fall, Notnetz weghole, dass sich da was tut. Vor allen Dingen, dass der Schalteingang nicht geht. Das wundert mich halt so ein bisschen. Das Einzige, was ich mir dann noch vorstellen kann, ist, dass das hier kein wirklicher Schalteingang im Sinne von Schalter ist, sondern dass da tatsächlich irgendwie ein moduliertes 230 Volt Signal reinkommt und das zur Kommunikation dann dient. Das würde dann auch erklären, was das mit der Adresse da zu tun hat. Aber ich hätte gedacht, dass mindestens hier, ich glaube, die Mitnahmeschaltung müsste das sein, also die Position, die wir jetzt haben, eigentlich dafür gedacht wäre, dass hier ein Schalter dran kommt und einfach zusammen mit den anderen Lampen im Raum diese Notlampe dann angeht. Also ich kann mir nur vorstellen, dass der wirklich auf irgendeine Synchronisation mit einer Zentrale wartet und deswegen da alles an ist. Nur gut, ich habe immer noch keine Ahnung, wie der sich synchronisiert. Muss irgendwo aufmoduliert sein, weil wirklich Anschlüsse gibt es nicht und Antennen auch nicht. Aber ja, okay. Ich habe auch nochmal rund gefragt bei ein paar Elektrikern bei mir aus dem Umfeld. Die meisten sagen, keine Ahnung, ich kenne die nur mit Bussystem. Ein paar sagten auch, ja, muss eigentlich moduliert sein, aber es ist halt kein Rückkanal erkennbar. Das ist das, was so ein bisschen verwunderlich ist. Denn die Lampen müssen ja irgendwie wahrscheinlich ja auch eine Meldung zurückmachen. Ja, ich funktioniere noch. Ja, ohne passende Zentrale oder zumindest Anleitung komme ich da, denke ich, nicht weiter. Ich kann nicht wirklich rauskriegen, was es denn tun sollte. Wenn ihr hier das Modell kennt, wisst, wie das abläuft, wie der kommuniziert, dann schreibt es unten mal in die Kommentare rein. Vielleicht gibt es ja irgendwie gar keine Rückmeldung und die Zentrale erkennt es am Stromverbrauch oder so irgendwas in die Richtung. Wobei das wäre halt auch doof, weiß man ja nicht, welche Lampe kaputt ist. Wie auch immer, hier auf meinem Basteltisch komme ich damit nicht weiter. Also keine Ahnung, ob es das tut. Was es soll.